Yo, liebe Malonzo Gang, heute reagieren wir auf Böser Onkels Freibier. Ja Leute, auf jeden Fall, das Lied ist erlaubt auf Böser Onkels der nette Mann. Falls ihr noch Titel kennt, die wirklich erlaubt sind und ne, die halt erlaubt sind, schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann werden wir uns die reingeben. Von den anderen Liedern halte ich mich natürlich fern. Aber das ist ein Lied, was man auf jeden Fall machen kann, Leute. Falls ihr neu seid auf dem Kanal, ihr wisst Bescheid. Lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo. Lasst uns die 1000 Abonnenten zusammen schaffen. Wäre auf jeden Fall mega korrekt von euch. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein in diesen Hammer-Song. So Leute, ich würde sagen, wir starten rein. Schreibt natürlich eure Meinung in die Kommentare zu dem Lied. Und teilt es auf jeden Fall. Wird vielleicht ein paar Leute interessieren. Bin gespannt. Freibier auf jeden Fall Titel, ne? Von dem Lied und Freibier, wenn man es kostenlos bekommt. Freibier. So könnte ich mir das vorstellen. Ich finde die Qualität auch gar nicht so scheiße. Nur die Vocals sind ein bisschen, also die Stimme, gut auf gut Deutsch gesagt, ist ein bisschen leise. Aber die Instrumente finde ich gar nicht schlecht. Vor allem für das Jahr, wo das aufgenommen wurde. Es ist sehr professionell gemacht. Was jetzt schon? Simpel. Haare da drauf, süß. Gibt's da eigentlich Solo drauf? Mal schauen. Schlagzeug auch. Stimmt, das war in der Doku glaube ich, drin. Der Teil. Schon ordentlich das Lied. Ja. Die ist in der Depo. E-Gitarre klingt auch richtig böse. Gar nicht schlecht. Auch mit der E-Gitarre, natürlich rauscht es, aber für damalige Verhältnisse ist das gar nicht scheiße. Ja, Leute, das war Onkels Freibier
Falls ihr noch ein Lied kennt auf Der nette Mann, was man sich auf jeden Fall anhören sollte und darf natürlich, ganz wichtig, falls ihr mir jetzt irgendwelche verbotenen Titel reinschreibt, ich bin vorbereitet darauf. Also ja, schreibt gerne legitime Titel rein, ich werde mir Der nette Mann geben, aber nur die erlaubten Titel. Ja, ganz wichtig, gibt zwar kaum welche, aber so gut wie möglich versuche ich das zu machen, um mich da einfach mal ein bisschen ranzuwagen, aber auch nicht zu dolle. Und ja, falls ihr neu seid auf dem Kanal, lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo. Unterstützt mich gerne zu den 1000 Abonnenten. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ich habe einen zweiten Kanal natürlich, einen Gaming-Kanal. Mal schauen, ich habe mir überlegt, jetzt keine Let's Plays zu machen, sondern einfach ein richtiges Game da zu bleiben und mir vielleicht dort noch eine zweite Community aufzubauen. Weil ich natürlich auch das Gefühl habe, dass es eher abwärts mit dem Kanal geht als aufwärts, sage ich euch ehrlich. Aber man will sich ja auch vorbereiten auf alles. Und natürlich trotzdem an die Leute, die am Start sind und immer supporten. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an euch. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht. Würde mich schon auf jeden Fall wundern, aber wäre auf jeden Fall cool. Habt jetzt noch einen positiven Tag und hört immer Onkelz. Ihr wisst Bescheid.